Wir sind mal wieder in Attendorn und neben mir einer der Protagonisten des Abends, und zwar der Foxprinz. Hallihallo, mein Lieber. Ja, wunderschönen guten Abend, Peter, ich grüße dich ganz lieb. Ja, ich bin jetzt hierbei zu dir gekommen, zu einem Interview, richtig? Ja, und da wird's auch von mir richtig gefragt. Die Fachleute, auch unter den Hörern, wissen ja, Foxprinz, Foxprinzen, da gab's doch mal was. Richtig, ja, und zwar habe ich 2013 mit meinem lieben Freund und Kollegen Oliver Berndt ein Lied aufgenommen, das heißt Die Rose aus Papier. Genau, das Lied ist gut angekommen übrigens. Nur leider ist die Zusammenarbeit dann ein bisschen eingeschlafen, weil der Oliver Berndt ja viel unterwegs ist. Und so viel jetzt erstmal dazu. Und dann hast du gesagt, du machst alleine weiter. Genau, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt alleine was. Oliver Berndt hat, wie gesagt, wenig Zeit im Moment, er tourt sehr viel, wie du selber weißt. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt mache ich alleine mal was. Und läuft gerade gut an, VÖ meines neuen Liedes, war am 30.09. Der Titel heißt, Ich brenne wie die Flammen. Naja, wollen wir mal nicht hoffen, dass du jetzt hier verbrennst oder so. Wie kam diese Idee zustande? Wer hat dir dabei geholfen? Wer hat die Sache produziert? Ja, produziert worden ist der Song in Dortmund im Studio von Leon D. Leon D, nicht der mit zwei E, das ist ja auch ein Schlagersänger, Künstler, Produzent, sondern beim Leon D mit DI. Genau, das ist unter dem Label Downtown Records läuft der Song. Produziert, wie gesagt, in Dortmund in den Studios. Jetzt weiß man ja von dir, einmal Foxprinzen, einmal Foxprinz. Was war denn davor? Wie kamst du überhaupt zur Musik? Ja, zur Musik bin ich gekommen mit Oliver Berndt im Prinzip zusammen über eine Karaoke-Plattform im Internet. Ne? Karaoke singen viele Leute. Ne? Nun kann man ja, wie gesagt, sein Hobby da. Hobbys kann man immer ein bisschen übertreiben. Man kann sich rein vertiefen, man kann drin aufgehen. Ja, und bei mir war es auch so der Fall, dass ich wirklich aus der Karaoke-Szene komme, gerne gesungen habe. Es war mein Hobby. Ich möchte das weiterhin als auch Hobby betreiben. Gerne, aber auch professioneller. Und dadurch bin ich da hingekommen. Wir haben gesagt, wir produzieren was. Es soll professionell klingen. Es soll sich gut anhören. Man steht auf der Bühne. Man zeigt den Leuten was. Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen entfremdet von der Karaoke. Aber der Grundgedanke ist noch da. Hobby ist meine Musik. Ich singe gerne. Ich singe gerne für andere. Und freue mich über Erfolg. Was haben wir denn heute Abend von dir zu erwarten? Außer natürlich die aktuelle Single. Ja, wer mich kennt, wird wissen, ich bin dem Disco Fox recht treu. Ich cover gerne Lieder von bekannten Künstlern, unter anderem Frank Neuenfels, Frank Lars, Frank Lukas. Und ich habe jetzt ein gutes Repertoire zusammengestellt, natürlich auch mit meinem Lied dabei. Und ich denke mal, das ist tanzbarer Disco Fox, den die Leute auch heute Abend hier erwarten können. Unsere Hörer stellen ja so ab und zu mir persönlich auch immer so ein paar Fragen. Und da hast du gerade ein Thema angesprochen. Wie läuft das eigentlich, wenn du jetzt sagst, hier Jürgen Peter, Mary Jane oder Frank Neuenfelsen Titel oder so, den möchte ich gern covern. Musst du da bitte bei Frank oder bei dem jeweiligen Künstler machen oder geht das einfach so? Wie ist diese rechte Lage? Ja, man hat zum einen die Möglichkeiten über Produzenten, die diese Playbacks auch produzieren. Natürlich in zweiter Reihe sind dann nicht die originalen Playbacks, sondern sind dann nachproduzierte Playbacks. Da gibt es halt in unterschiedlichen Qualitäten im Internet, sind käuflich erwerbbar. Und dann hat man noch die Möglichkeit, sich individuell für sich selber ein Playback produzieren zu lassen. So, und diese Möglichkeit habe ich gefunden mit einem Studio in Flensburg. Den Namen möchte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, aber es ist ein professionelles Studio, die produzieren professionelle Playbacks. Und mit denen habe ich einen guten Preis ausgehandelt und die haben mir schon einige Playbacks produziert, individuell auf mich zugeschnitten. Und damit darfst du dann, also da kann zum Beispiel Frank Neuenfels nicht muckern und sagen, boah, der hat meinen Titel geklaut. Nein, im Grunde genommen nicht, weil das ist ja auch, spielt auch keine Rolle, weil die Künstler oder beziehungsweise die Originalinterpreten oder die Produzenten des Originalliedes werden ja dadurch entlohnt, sage ich mal, dass man die bei der Veranstaltung die Lieder alle der GEMA meldet. So, wenn ich jetzt ein Lied nachsinge, dann wird das der GEMA gemeldet und der Produzent, der das Original produziert hat, bekommt trotzdem sein Geld. Wie ist das so im Allgemeinen mit den Künstlern? Du lernst ja bei den Auftritten auch andere Künstler kennen. Ist das ein gutes Verhältnis oder macht ihr euch schon irgendwo ein bisschen Konkurrenz? Also ich persönlich habe bis jetzt noch kein Konkurrenzdenken so bemerkt. Es mag das geben, es mag viele Zänkereien geben, auch unter den Künstlern untereinander, bei Veranstaltungen. Es wird nachher im Nachhinein noch ein bisschen mal gelästert oder der eine Künstler sagt dem anderen ab,
kurz vorher und dann ist der andere enttäuscht und so. Aber ich habe da bis jetzt noch nicht viel von bemerkt. Wie gesagt, ich bin bis jetzt nur auf nette, liebe Kollegen gestoßen bei Veranstaltungen. Man hat sich ausgetauscht, man hat viele Leute kennengelernt, man hat Kontakte geknüpft, man wurde zu anderen Veranstaltungen eingeladen. Also ne, man zieht sich, der eine nimmt das und der andere oft mit sich, ne, da man auch wirklich positive Sachen mitnehmen kann, Freunde kennenlernt, neue Freunde gewinnt auch. Wie gesagt, ich bin noch nie enttäuscht worden, habe immer nur liebe, nette Leute kennengelernt. Also hast du noch so ein bisschen Glück gehabt bei der ganzen Sache? Ja, bisher ja, muss ich sagen. Gehen wir mal mit einem Blick in die Zukunft. Der Titel, der ist jetzt zwar gerade veröffentlicht worden, aber spielst du schon mit Gedanken, was soll danach kommen? Ja, der Gedanke einer Nachfolgesingle war ganz klar schon von Anfang an, eigentlich schon bei der Produktion meines aktuellen, meine Debütsingle war schon klar, ich werde nochmal einen Song nachproduzieren. Ich wollte in diesem Jahr noch, aber ich wollte jetzt auch erstmal abwarten, wie sich der Erfolg einstellt bei meiner Debütsingle. Und Album? Ein Album ist im Moment noch nicht zu denken. Ich meine, das ist auch alles eine Kostenfrage. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal, dieses Jahr mache ich noch viel Promo, will vielleicht noch meinen zweiten Titel nachlegen, dieses Jahr noch. Und im nächsten Jahr, denke ich mal, dann kann ich auch schon darüber nachdenken, mal weiterführen, vielleicht ein kleines Album zu machen. Dann drücke ich dir erstmal ganz kräftig die Daumen. Toi, toi, toi. Und ich lasse mich mal überraschen, was das heute Abend hier gibt. Alles klar, kein Problem. Ich hoffe, ich kann dich gut unterhalten und das begeisterte Publikum hier auch. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und danke fürs Interview. Dankeschön. Tja, gerne. Ein kleiner Gruß an unsere Hörer. Ja, die Hörer von herd-radio.tv grüße ich ganz hart, lieb. Und Hart, okay, hart, ja. nicht Herd. Okay, alles klar. Liebe Grüße an euch. Bleibt weiter bei eurem Lieblingsradio. Da seid ihr richtig. Dankeschön.